Und somit wieder herzlich willkommen zu Dead Rising 3. Wir sind hier immer noch in der Halle mit dem Flugzeug und müssen jetzt zu den illegalen Infizierten. So, Nebenmission. Vielleicht machen wir das auf dem Weg, aber mal gucken. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal die Straße entlang. Ja, und somit schnell raus hier. Aber zuerst Bauplan einsammeln. Was brauchen wir dafür? Springfleisch. Ach, guck mal, und somit auch gleich gefunden. Na, jetzt haben wir wieder ein paar Sachen zu viel. Aber jetzt kombinieren wir diese Scheiße erstmal. Springfleisch. Genau so. Das kann man bestimmt schön einfach nur in die Fresse knallen. Und dann laufen die Zombies schön damit rum und sprengen sich somit selbst in die Luft. Wo ist denn hier der Ausgang? Hallo? Ausgang. Ausgang? Da hinten. Ich weiß, du willst es nicht tun, Schatz. Aber nein. Wir haben keine Wahl. Finde sie. Ja, erstmal gucken, ob ich sie ausliefer oder nicht. Mann, wo ist denn hier der scheiß Ausgang? Bin ich jetzt blind? Ja, ich denke schon. Ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. So, hier haben wir nichts Besonderes drin. Nee. Aber eine geile Jacke. Anziehen. Uha. Jetzt sind wir ein richtiger Rockstar. Hier haben wir eine Knarre. Und eine Brille. Ja, komm, die setzen wir auch auf. Müssen ja schick sein. So, und raus. Passt jetzt alles zwar nicht mehr miteinander, aber... Ja, okay, das schaffen wir schon. Gott, fühlen sich ja an wie ein Monster. So, wir müssen jetzt, okay, fahren einfach mal hier lang. Ja, mal gucken, irgendwie schafft man das schon. Erstmal auf die Hauptstraße, hier lang. So, dann weiter geradeaus, links ist jetzt gesperrt. Aha, aha. So, und hier lang, sehr schön. Das haben wir auch. Oh, wer ruft den jetzt schon wieder an? Ja, das glaube ich auch. Und zwar Hilfe. Oh. Meine Karre, die macht echt nicht mehr mit. Oder zumindest nicht mehr so viel. Ach, schon fertig. Ja, gern geschehen. Was denn? Das will ich doch auch hoffen. So, wir brauchen auf der anderen Seite ein Auto. Das geht so nicht mehr weiter. Hier wird doch bestimmt eins rumstehen. Es gibt ja eh nicht mehr so viele Menschen hier. Können wir hier rauf? Nein. Komm mal, Taxi. Das funktioniert doch bestimmt. Da hinten irgendeins? Nein. Taxi? Nein! Ach verdammt, wo sind wir denn? So, wir müssen... Ja, gehen wir dahinter einfach lang und dann kommen wir schon dorthin. Guck mal, so ein Militärfahrzeug. Das kann man doch gut nutzen. Aber irgendwie kann man da nicht einsteigen. Ah, guck mal, das leuchtet. Ja, sehr schön. Tschüss. Boah, das Licht funktioniert auch noch. Was war das denn? So, wo lang? Links lang. Nochmal schön driften und auf geht's. Boah, perfekte Autofahrer sind wir. Na, komm schon. So, geradeaus fahren. Oh, und das Geile hier ist bei dem Spiel, man kann das zu zweit oder zu dritt oder zu viert durchspielen. So wie ich das gesehen habe. Denn hier gibt es einen Koop-Modus. Aber ich kenne leider keinen, der das Spiel hat. Und somit spiele ich das Spiel dann halt einfach allein. Mein Gott. Es macht ja auch so sehr, sehr viel Spaß. Ich kann das Spiel nur empfehlen.
So, hier rüber springen. Oh nein. Ach, noch geschafft. So, da vorne sind anscheinend die Camper. Hank. Boah, raus hier. Boah. Fuck, 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 fuck. Es brennt, oder? Oh. Ah, mein schönes Auto. Danke, Hank. Alles deine Schuld. Komm. Was hast du für uns? Motorschaden? Ja. Hm. Ich wollte schon seit Jahren mal mit meinem Baby durchs Land fahren. Ja, toll. Als es dann losging, raus! In den Straßen wimmelt es vor diesen toten Biestern. Schlimmer als die Illegalen. Ich bin Mechaniker. Ich kann da sicher helfen. Was du nicht sagst. Ich brauche nur Propangas und etwas Acetylen. Dann schnurrt mein Baby wie Cousine Daisy. Ja klar, es liegt hier auch irgendwo. Das ist aber eine sehr gefährliche Kombination, oder? War ja klar. Erst sagt er, er will helfen, dann meckert er rum. Hallo? Komm schon, leg los. Guck dir meine Waffe an und halt einfach nur die Fresse. So. Propangaskanister. So, das... Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung, wo das rumliegt. Ich mache jetzt einfach die Hauptmission. So. Oha, was haben wir denn hier? Eine Dampfwalze. Zombies. Kommt mal ran auf den Meter. Daddy ist da. So, einfach mit Dampfwalze. Das ganze Blut. Oh, eine schöne Blutspur lassen wir da. Gefällt mir. Aber die Karre ist echt langsam. Also bevor wir diese 300 Meter erreicht haben. Ich glaube, da sind wir schon unterwegs gestorben. Aber hier ist ja wieder eine Karre. Rein. Und Vollgas. Lasst los! Richtig. Weg von meiner Karre her. Draußen bleiben. Oh, Alec. Wo ist Alec? Mann, 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 Mann. Ach! Hier läuft doch die schöne Country-Musik, oder nicht? Hey, der hat eine Armbrust. Da feiern wir doch mehr mit. Ja, ich bin schon da. Alec, was geht so? What's up? Oh, nein! Runter von mir! Du stehst doch da. Oh Gott, okay. Ich denke mal, er dreht langsam durch. Okay. Ich bin weg, Mann. Was? Ich hab mir Zeit gelassen? Alter, ich hab dir gerade das Leben gerettet. Deine Falle werden so oder so irgendwann mal ausgegangen. Alter, was schreit denn hier so? So, was waren eigentlich nochmal unsere Missionen? Achso, Propangas, Acetylen, Kanister. Vielleicht finden wir das ja irgendwo noch. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk liegt auf jeden Fall. Das war mir scheißegal, ob ich mit in die Luft fliege oder nicht. Wir haben Besuch. Guck mal, Propangas. Ach du Scheiße. Ja, das ist zwar super, aber ich habe darauf... Ach so. Aha. Mal gucken, vielleicht kann ich ja auch die Flasche mit einpacken. Aber ich glaube eher nicht, für so Leute verstauen. Nee, sag ich doch. Okay. Lass uns das so machen. Wir machen die Nebenmission nochmal schnell. Aber... Hallo? Alter, was passiert hier? Alter, der hat mich fast vernichtet hier. Los geht's! Komm. Wo ist denn jetzt Acetylen? Wo ist die Flasche? Oha. Das sind zu viele Zombies. Okay, Granaten haben wir auch da. Aber los, komm. Wir müssen nur die Scheiße da unten einsammeln. Nein, das da, genau. So, jetzt laufen.
Ja, okay, es ist nur 400 Meter entfernt und danach machen wir definitiv die Hauptmission. Alter Schwede! Also ich bin ganz ehrlich, wenn mir Spiele sehr, sehr viel Spaß machen, dann mache ich auch wirklich alles. Ist egal, was für Erfolge man freispielen kann oder Nebenmissionen, ich mache einfach alles. Und deswegen werde ich hier auch alles durchziehen. Und ihr könnt schön dabei zusehen, wie ich manchmal versage, aber natürlich hoffentlich zum Großteil, zu 90%, alles schaffen werde. Na, ob das jetzt so eine gute Idee war, hier durchzulaufen? Nein, nein, ich habe gedacht, das wäre eine Abkürzung. Und wieder raus. Komm schon, Nick, lauf! Ja, sporn dich selbst an. Nein, nein, komm, komm. Fuck. Okay, da ist noch eine kleine Karre. Oh, fuck. Alter, macht Platz. Ich weiß nämlich nicht, ob die Flasche jetzt bedienen kann oder so. Oh Gott, ich brenne und sterbe gleich. Fuck you, Alter. Mann, jetzt macht Platz. Boah, ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Nein. Wo ist die Karte? Da. Ah. Ja, da komme ich bestimmt unten raus. Verdammt, ich muss wieder zurück auf die Kreuzung. Alter. Mann, fick dich, Alter. Ich schaffe das nicht. Ich sterbe. Ich brauche Energie. Oder irgendetwas. Boah, ich muss hier kurz rein. Oh, oh, herrlich. Guck mal, hier sind wir doch richtig. Ein Hotdog essen. Boah, Pizzen. Oh. So, wir sind schon wieder voll. Acetylen mitnehmen. Und auf geht's. Wir schaffen das. So. Ich hoffe, das ist die Straße. Ja. Nein, komm. Ich spring lieber. Ist halt scheiße, dass ich die Flasche tragen muss, ne? Nicht, dass ich die... Also es wäre schön, wenn ich die irgendwo im Kofferraum verstauen könnte, aber nein. Naja, trinke ich lieber einen Schluck Kaffee nochmal. Leck mich! Ja, leck mich. Aber richtig. Schneller, verdammt! Mann, ey. Ich will doch nur die Flasche abgeben. Boah, und die Meter vergehen einfach nicht, ne? Kann ich auch gleich wieder mit der Dampfwalze fahren. Ist genauso schnell. Dieser scheiß Camper. Mann, kann er mich nicht abholen? Mit einer anderen Karre. Hallo, Lady. Alter, wie soll ich denn da durchkommen? Das war knapp. Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja. Und es sind noch 150 Meter. Okay. Mist, die haben mich gesehen. Ja, wir weichen nach rechts aus. Über die Karre. Über die Karre. Und mitten in die Menge und durchspringen und versuchen vorbeizukommen. Oh, hier rechts an der Seite, da sind keine Zombies. Vielleicht haben wir es geschafft. Ich hätte in diesem Moment auch losgeschrien. Oh, hallo. Hier, Road closed, ihr dürft hier nicht weiter. Das war mehr als knapp. So, und ich hoffe, er braucht auch nicht mehr. Nicht, dass er ankommt, dass er noch einen Auspuff braucht oder Mute oder eine Batterie. Das hier war gerade anstrengend genug. So, Hank, hier, komm. So langsam mag ich dich fast. Aber ich mag dich noch mehr, wenn du mir Propangas besorgst. Ja, habe ich doch. Oh, hallo hier. Guck mal an, was ich dir alles mitgebracht habe. Okay, hier ist es. Aber wenn du das mischst, sieht dich Cousine Daisy vielleicht nie lebend wieder. Kommst du aus dem Ausland? Noch nie eine Monster Truck Show gesehen? Wenn ich die Flüssigkeiten hier mische, nein, hab ich wirklich wird das noch Baby nicht. Wieder laufen. Ja, den zeig mal her. Mit diesen hochentzündlichen Substanzen sollte man keinen Verbrennungsmotor antreiben.
Halt die Klappe! Ich habe mehr Erfahrung in solchen Sachen, als du staatliche Zuwendungen abgegriffen hast. Wow! Jetzt sind wir nicht okay, so unfreundlich hier. Ich will nur helfen, Mann. Das hoffe ich doch, Bursche. Mein Baby braucht Feuer unterm Hintern. Ist mir scheißegal. Seh zu, dass du mir das Zeug besorgst. Was? Hast du doch. Finde einen Benzinkanister. Ach, du Scheiße. Oh. Ja, total unnötig, dass ich das jetzt gemacht habe. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich schon irgendwo einen gesucht, aber naja, was soll man machen? Man kann ja nicht alles wissen, ne? So, jetzt fahren wir erstmal zur Hauptmission. Platz da, damit ich ein bisschen schneller fahren kann. Hallo. Lady, kommen Sie mit. Oh, oh. Das... Da sind wir auf jeden Fall sehr ungünstig gefallen. Entschuldigung, dürfte ich wieder auf mein Bike steigen? Danke. Danke. Hallo. Was ist denn? Komm, steig auf da. Ja. Ich kann nicht aufsteigen. Das war geil, da. Das Schwachkopf! Naja, nehme ich erstmal meinen Bulldozer. Alter, komm, bitte ein bisschen schneller. Und haben wir hier nicht irgendwo noch Blinklicht? Da! Ja, ich muss eh aussteigen. Nein, nicht die Kamera. Oh Mann! Weg! So. Kommen wir denn da auch hin? Ja, geradeaus und dann rechts. So, da hinten haben wir es schon. Hallo. Und rausspringen. Ach, wir sind hier schon richtig. Mach die verdammte Tür auf. Schneller. Das brauche ich nicht. Sprich mit Lauren. Okay. Ich bin dein Held. Ob du es glaubst oder nicht. Bauplan. Hallo. Zombie-Rechen. Mit was? Ah, okay. Katana. Oh, zum Glück schon mit dem etwas zerstörten Katana. Boah, geil. Meine Fresse, wir finden hier Sachen. So, weg damit. Wir brauchen nur den Snack. Springen. Boah, wir brauchen mal andere Stiefel, ne? Die Feuerwehrstiefel. Die anderen waren ein bisschen zu laut. So, mit Lauren. Ich suche nach jemandem namens Annie. Ist sie da? Woher kennst du Annie? Oh, ich könnte dich reinlassen, wenn du was für mich tust. Was denn? Und was genau wäre das? Wir mussten unsere anderen Verstecke schnellstens verlassen. Mhm. Ich musste wichtige Dinge dort lassen. Aha. Meine Tätowierausrüstung ist in der Schule und mein Ehering. In dem halbwertigen Haus. Oh nein. Wir wurden verfolgt. Er ist in einer Schachtel. Okay, ich hole dein Zeug, aber dann lässt du mich zu ihr. Genau. Die Tätowierausrüstung aus der Schule, die Ringschachtel aus dem Haus. Achte auf das Graffiti. Okay, Lady. Okay. Abgemacht. Machen wir. Aber danach möchte ich definitiv auch eine Tätowierung kriegen. Und dann kannst du es gern haben. So, nochmal eine Tüte Chips. Und eine Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar den Gesellen. So, am Ende der Straße links. Ganz einfach. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Kanister Benzin. Und was haben wir hier? Holzkiste. Ah, nichts Besonderes. Hier, Platz da. Ja, jetzt. Mann, ey. Es sind zu viele Zombies. Es ist echt nicht gut, dass ich da jetzt so durchmarschiere, oder? Lauf, verdammt! Ja, versuchst du schon. Benzinkanister. Gefunden. Und können wir somit auch gleich einstecken. Komm, ich muss hier nur vorbei. Na komm. Bam. Habt ihr das gesehen? Das passiert auch mit euch, wenn ihr nicht hier den Weg dran macht. Boah. Body Slam. Ja, wir sind gleich da.
Mann, das hört sich manchmal echt so an, als würde immer eine Frau hier rumschreien. Aber es ist nie eine. So. Oh, hallo Two-Face, spielt Ark. So. Gestärkt. Nicht jetzt. Genau, nicht jetzt. Geht mir nicht auf den Sack. Ach, guck mal, hier waren wir gerade. Als wir mit der Acetylenflasche herumgelaufen sind. So. Ach. Da ist auch schon der Eingang. Was denn? Oh nein. Hier ist doch alles safe. Nochmal ein Hamburger essen, hallo? Was denn? Wo? Oh, hallo. Was ist das denn? Ach, Alter. Dieser Penner. Alter. Der kam ja aus dem Nichts. So. Was für ein Stück Dreck. Da ist noch einer. Hier, komm. Nimm das. Aber geh mit Gott. Na los, komm. Schnapp es dir. 600 Erfahrungspunkte nur für einen Zombie. Krass. So, hier haben wir nichts Besonderes. Okay. Gehen wir weiter in den Nebenzimmer. Komm, ich probiere das. Oh. Da probiere ich lieber meine neue Waffe aus. Hallo? Der Kopfnuss bringt nichts. Mein Kopf ist einfach zu hart. Verreck, Alter. Das sag ich doch. Ach, guck mal, neue Schuhe. Oh, ich finde das geil, dass man hier so viele verschiedene Kostüme und sowas findet. So. Ah, guck mal, hier haben wir einen Bauplan. Bestimmt irgendwas mit dem Eishockey-Schläger. Flammenschwert. Oh mein Gott. Warum was denn? Breitschwert und Motoröl. Ja, das finden wir noch. Aber erstmal hier runter. Ich hoffe, wir sind hier jetzt immer noch richtig. Ja. Taschenlampe. Eine Farbdose. So, kommt her. Na, die Waffe finde ich nicht so toll. Das ist irgendwie echt langweilig. Ach, guck mal. Tattoo-Kit haben wir. So. Unsere Tätowierung haben wir somit gesichert. Jetzt brauchen wir nur noch den Ehering. Hm. Der befindet sich 300 noch was Meter entfernt. Oder ist damit Lorraine gemeint? Alter, die widerstehen meinen Schlägen. Alter, ja, aber ein richtig zäher hier. Sichere Zone gesäubert, ja, würde ich auch hoffen. So, wo befindet sich der Ring? Ach du Scheiße. Und wieder am Ende. So, wo haben die denn gelebt? Tschüss. Wofür braucht man denn hier ein Wörterbuch? Da lag zumindest gerade eins auf dem Boden. So. Was ist denn das hier für eine Karre eigentlich? Kann ich da irgendwas rausschießen? Ach, schade. Hm. Hätte er sein können. Aber ein Zappelfilter besitzt da oben drauf. Oh komm, eben. Eben hast du noch so schön gewackelt. Naja. Ah, hier können wir auch schon wieder absteigen, weil wir da nicht durchkommen. Ach, ich liebe das Spiel. So. Was ist denn los mit uns? Dann mal los. Mann. Komm, das schaffen wir noch. 161 Meter entfernt. Springen wir hier zur Seite. Dauert ja eh noch. So, Einkaufswagen brauchen wir nicht. Oh, hier überleben das in Not. Oh. Mann, ey. Ich hab genügend zu tun. Wie kommen wir denn hier rein? Ja, von... Na,
Da ist er. Ja, super. Ja, warte noch eine halbe Stunde, denke ich. Da. Ich weiß noch, im ersten Teil, da musste man auch sehr, sehr viele Überlebende retten. Ich, ganz ehrlich, ich hab da... Bei mir sind so viele gestorben. Am Ende, wenn man jedes Spiel, ich glaube, 1 und 2 durchgespielt hat, kann man halt immer erkennen, wie viele man gerettet hat. Ey, ganz ehrlich, bei mir sind so viele gestorben. Das war unglaublich. Ich bin der letzte Samurai. Fräulein, Finger weg. Ja, kannst du mich nicht sehen. Ach, Entschuldigung, ich bin ja getarnt. Mit dem Helm hier. Wir haben es doch gleich geschafft. Oh, nee. Wer war das denn? Du dumme Tante da oben. Ach so. Ach, die sind das. Ihr kleinen Fixer, ey. Hallo? Achso, ich muss hier mal wieder langsam ausweichen. Meine Fresse, geht doch. Ach, guck mal, da ist noch einer. Hör auf zu lachen, Alter. Zeig dir, wer das sagen hat. Ja, meine alten Freunde. Ja, komm, gleichzeitig gegen die und Zombies. Kann ja nicht wahr sein. Ach, hier, guck mal, der hat ein bisschen mehr Rüstung an. Sind hier immer noch welche? Ja, das ist ein ganzes Lager. Ich geb dir gleich Angriff. Ich bin ein Mensch. Ich sehe zwar ein bisschen verrückt aus, aber das heißt nichts. Die Waffe ist echt dumm. Ach, guck mal. Ein Bauplan. Hammer-Axt. Lass mich raten, Vorschlaghammer und eine Axt? Ach man, bin ich gut. So, haben wir. Wir wollen nur noch einen Vorschlaghammer. Ach so, hier. Da. Pass mal auf, ich komme gleich. Ich habe jetzt eine Hammer-Axt. Säubere die sichere Zone. Machen wir. Alter, das ist mal eine krasse Waffe hier. Boah, bei den Zombies bestimmt richtig geil. Aber hier eher wenig. Weil die einfach zu langsam ist. So, ein Bagel essen, damit wir wieder Gesundheit kriegen. Kaffee essen, viel Gesundheit. So. Ah, guck mal. Da ist das. Perfekt. Haben wir gefunden. Kehre zu Lauren zurück. Was ist das denn hier? Untote Lösung? Untote Lösung verfügbar in Überlebensanleitung. Was haben wir hier? Überlebende Pinnwand. Wie? Okay. Anscheinend haben wir Simon gerettet. Ja, und Anna und... Ach stimmt, die kennen wir ja noch. Aus den Folgen zuvor. Aber ganz ehrlich, wie soll man die denn am Leben lassen? Die laufen die ganze Zeit hinterher? Und verregnen irgendwann. Nein, was mir gerade auffällt, es gibt hier sichere Zonen. Da könnte man die Überlebenden lassen. Scheiße. Fuck. Aha. Wer ist denn Joey? Joey? Hör mal auf hier. Okay, Panzerglas. Was hat er denn hier? Okay. Ja, hey, komm. Was willst Mann, du? Alles klar? Bist du Geschäftsmann? Oh, ist aber durchtrainiert. Wir drehen einen Film und werden Millionen machen. Ein Film, ha? Okay. Was für ein Film? Komm schon. Sei nicht so naiv. Sieh dir all die Männer hier an, klar? Sogar tot sind ein paar davon heiß. Ich sehe keine Männer. Ich brauche also, einfach nur ein paar hübsche Jungs. Wie bei dir hier? Auf das Talent kommt es an. Und ich erkenne Talent sofort. Gute Männer? Du meinst für ein...
Ja. Bingo. Für einen Porno. Blond, Rotschopf, Asiat, Latino. Solange sie nur tot und heiß sind. Oh mein Gott, was liegt denn da auf dem Bett? Besser. Und jetzt Beeilung. Zeit Bildo. Ist Geld. Oh Mann. So. Heiße männliche Zombies am Set. Erstmal gucken wir uns das Set an. Ey, komm. Was können wir denn da lassen? Hier. Auf geht's in den Kampf. Hier. Du kriegst Stege von dem Dildo. Oh Mann. Aber so eine Scheiße braucht keiner hier. Also zumindest nicht in dem Spiel hier. So, verreckt alle. Ich muss jetzt zu Anna. Da fahren wir auch hin. Gleich mit dieser Karre hier. Weil die direkt in der Richtung steht. Ach, guck mal, hier können wir wieder irgendwas Besonderes machen. Aber da kommen wir später noch zu. Wir müssen jetzt erstmal zu Anna. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. So leid es mir tut. Anna, ich bin da. Ich hab deinen Ring und dein Tattoo-Set. Ich hab alles. Jetzt lass mich zu Annie. Wow, du hast alles. Richtig. Reich alles hier durch, damit ich es mir ansehe. Ja, genau. Bitte sehr. Oh wow, der ist von meinem Mann. Er ist gut. Und meine Ausrüstung. Du bist okay. Hier, warte. Ich mach die Tür auf. Danke. Sie ist irgendwo da oben im Funkturm. Sie am besten selbst. Okay, Funkturm. Ja, da gehen wir bald. Ja, was heißt bald? In der nächsten Folge werden wir da hingehen. So, Lauren zeigt uns schon den Weg. Und wir werden jetzt erstmal hier stehen bleiben, denn das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Wie gesagt, er stöhnt schon. Wir sind erschöpft. Ja, lasst mir einen Daumen da, ein Abo oder einfach nur ein Kommi. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Dead Rising 3. Ciao. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's